Ursprünglich war das mal als Programmierkurs gedacht und das ist es auch heute noch. Also die Teilnehmer lernen Programmieren, aber das ist eine ganz andere Masche, weil die haben Spaß am Programmieren, die kriegen Hilfe von anderen, die suchen sich möglicherweise jemand, der das schon gelöst hat, variieren die Lösung. Man muss ein bisschen programmieren können, also irgendeine andere Sprache muss man können. Aber der Spaßfaktor ist deutlich höher als bei allen anderen Programmierkursen, die ich kenne. Dieser Spaßfaktor liegt daran, dass wir diesen Programmierkurs in ein Spiel verpackt haben und dass am Schluss nicht das Programmieren können oder unterwegs auch nicht Schleifen, Konstruktionen im Vordergrund stehen, sondern das Erreichen von einem spielfähigen Raumschiff, mit dem man dann hinterher noch einen Nachmittag lang Spaß haben kann, wenn man mit oder gegen die anderen spielt. Es geht los in 3, 2, 1, go! Am Anfang bringt jedem Programmieren bei, zeigt an die eigenen Kniffe, lernt von den anderen Kniffe und am Schluss hilft einer dem anderen im Weltall beim Spielen, beim Erobern von Planeten. Wir müssen den Kurs deswegen immer wieder anbieten, weil unsere bisherigen Kursteilnehmer fast schon darauf bestehen, dass wir den immer wieder machen, die immer wieder teilnehmen wollen. Und wenn jemand mal im Ausland ist oder von der Firma nicht weg kann, in dieser Woche selbst die ehemaligen, dann programmieren die zu Hause und locken sich von zu Hause in unser Universum ein und spielen mit ihren umgebauten Schiffen die nächste Runde von woanders mit. Die Teilnehmer, die den Spaß der Gemeinschaft erleben wollen, die spielen in der Trainingswoche dann hier mit. Man sitzt als kleine Gemeinschaft im Kurs und versucht gemeinsam etwas zu erreichen. Und am Ende spielt man halt gegeneinander zwar, aber trotzdem versucht man dann praktisch gemeinsam eine gute Zeit zu haben. Ja, ich habe jetzt extra für den Kurs freigenommen, das heißt, macht der Kurs wirklich Spaß, sonst würde ich nicht hier sein. Man lernt hier immer wieder neue Sachen, also beim ersten Mal, wo ich hier war, da konnte ich C-Sharp noch gar nicht und mittlerweile kann ich es recht gut und man lernt jedes Mal, wenn man hier ist, irgendwas dazu.